Herzliches Willkommen auch natürlich an alle Gäste. Und ich würde jetzt in sehr kompakter Form Ihnen kurz die Bedürfnisse der Wissenschaft bei datengetriebener Forschung vorstellen. Und das kann nur ein kleiner Einblick sein und ich hoffe, wir haben dann noch Zeit für weitere Diskussion auch. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja. Daten sind Voraussetzung exzellenter Forschung. Ich glaube, da wird mir jeder zustimmen. Weiters möchte ich auch noch einmal betonen, Daten sind auch die Entscheidungsgrundlage, aber auch für die Planung, für die Dokumentation, für die Kontrolle und die Evaluierung auch von verschiedensten Gegebenheiten, und ich werde dann auch einige Beispiele nennen, sehr wichtig. Weiters sind Daten aber auch enorm wichtig in letzter Zeit, um die verbesserte Grundlage evidenzbasierter Maßnahmen hier zu zeigen. Und als eines der Beispiele, die wir alle kennen, sind Ex-Post-Wirkungsanalysen staatlicher Maßnahmen, seien das jetzt Steuerreformen, seien das jetzt Erhöhungen von Familienbeihilfen, CO2-Steuern, um die Effizienz und die Effektivität zu beurteilen. Also das ist genau, wo wir gutes Datenmaterial auch benötigen. Ich möchte vielleicht meine erste Folie abschließen, indem ich jetzt etwas sage, was im Prinzip der Rat für Forschung und Technologieentwicklung immer wieder betont. Und das ist, glaube ich, wichtig für uns. Die Vorteile und die Möglichkeiten der Datennutzung zum Wohle der Gesellschaft werden meist nicht sichtbar. Und ich glaube, das ist genau auch, warum wir heute diese Diskussion haben. Es ist ganz wichtig sozusagen, wirklich die Notwendigkeit der Daten und auch den Nutzen dieser Daten auch wirklich der Gesellschaft zu zeigen. Und da möchte ich ein ganz großes Dankeschön jetzt an die Österreichische Akademie der Wissenschaften richten, gemeinsam mit der Statistik Austria und besonders an das Mitglied Herrn Alram. Ohne sie wäre das nicht zustande gekommen. Ich kann mich noch erinnern, wie wir in der vorderen Zollernstraße auch oft über Zoom damals, das war die Covid-Zeit, gesessen sind, gemeinsam zu dritt, diese Initiative ins Leben wirklich zu rufen. Und Sie haben das damals initiiert und Sie haben das damals auch unterstützt. Und wir haben wirklich dann 2021 im Herbst begonnen mit unserer ersten Veranstaltung. Das war damals, war das Axelbörsch-Suppern zum Wert und Herausforderungen internationaler Vergleiche für die empirische sozialwissenschaftliche Forschung. Das war sozusagen der Kick-off von dieser ÖRW Statistik Austria Lecture-Reihe. Sie sehen hier, wir haben schon mittlerweile 5 Veranstaltungen. Sie finden 2-mal pro Jahr statt, immer im Herbst an der Akademie. Im Frühjahr finden sie an der Statistik Austria statt. Ich werde jetzt nicht alle Vorträge vorlesen, aber uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer Vortragende einladen, die uns den Nutzen der Daten für die Wissenschaft, für die Öffentlichkeit zeigen. Und wir haben auch immer in Begleitung dieser Abend-Lectures haben wir immer am Nachmittag einen begleitenden Workshop, wo wir auch wirklich aus verschiedensten auch Institutionen hier in Österreich unsere Kollegen einladen von Universitäten, anderen Forschungsinstituten, Akademie natürlich auch von verschiedensten Forschungsinstituten, von der Statistik Austria, wo wir wirklich sozusagen zu gewissen Themen immer diskutieren, wo es eventuell mehr Datenbedarf benötigt und auch sozusagen vielleicht auch ungenutzter Datenbedarf noch hier ist. Also unsere letzte Lecture war letzte Woche vom Professor Fuest, CSI von München, zu Big Data. Und es war wirklich hochinteressant, inwieweit diese Big Data, diese großen Datensätze natürlich hier auch für Analysen verwendet werden können. Ist wunderschön aufgezeigt worden. Lassen Sie mich jetzt vielleicht kurz zusammenfassen, und das kann eine wirklich eine knappe Zusammenfassung sein, die Bedürfnisse der Wissenschaften an die Daten. Also ich glaube, ich versuche hier wirklich nur ganz prägnante Punkte hier herauszustreichen. In der Wissenschaft benötigen wir eigentlich und in allen Disziplinen Längsschnittstudien. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von der Demografie. Längsschnittstudien, das heißt, wir beobachten die gleiche Person von der Geburt bis ins höhere Alter, zusätzlich mit anderen Merkmalen, aber auch Unternehmungen von der Geburt eines Unternehmens bis eventuell zum Ausscheiden des Unternehmens vom Markt. Und ich kann Ihnen noch viele weitere Beispiele geben. Aber Längsschnittstudien heißt, eine Einheit zu beobachten über mehrere Zeiträume. Wir benötigen ländervergleichende Daten, ganz, ganz wichtig, wenn wir
insbesondere auch Auswirkungen von Institutionen, Normen, Werten versuchen zu identifizieren. Hier benötigst ländervergleichende Daten. In Österreich sind wir bei einigen involviert. Ich nenne jetzt nur die, wo auch das Institut für Demografie stark involviert ist. Das ist SHARE zum Beispiel, Health and Aging Survey. Das ist der GGS, Gender and Generation Survey. Also wo wir wirklich ländervergleichende Daten haben und auch schon seit mehreren Jahren. Wir brauchen eine große Grundgesamtheit immer auch. Das ist sozusagen hier besonders wichtig im Sinne, wenn wir heterogene Merkmale auch wirklich signifikant studieren möchten, speziell auch vielleicht Merkmale, die ein geringes Exposure haben, geringen Risk, brauchen wir eine große Grundgesamtheit und auch das identifizieren können. Wir brauchen schnell verfügbare Daten. Wie wir alle wissen, ist das gerade während auch der Covid-Krise, glaube ich, ein Bottleneck gewesen in vielen unserer Schlussfolgerungen. Und wir sprechen oft im Englischen von Real-Time-Daten. Wir brauchen regionale, kleinräumige Daten. There's no one-size-fits-all-Policy. Wir müssen auch wirklich regional-spezifisch hier agieren können. Wir brauchen, und da werde ich dann gleich von einer Erfolgsstory auch berichten, den Zugang zu allen, also wir haben es noch nicht zu allen, aber das wäre der Wunsch auch aus der Wissenschaft, zu allen Registerdaten der öffentlichen Hand. Und wir sind auch sozusagen, wir haben einen Sättigungswert, der noch nicht erreicht ist. Wir brauchen auch die Schaffung neuer und die Erweiterung existierender Registerdaten. Aber ganz, ganz wichtig, und da wird man, glaube ich, also Sprecher des Panels, dann noch sehr viel darüber reden. Mir ist ganz wichtig, die Wissenschaft ist nicht ignorant gegenüber drei wichtigen und vor allem die ersten zwei gegenüber der Datenqualität, die muss stimmen, der Datenschutz muss gewährleistet sein und es muss repräsentativ sein, die Daten, die wir hier herheben. Ich möchte dann vielleicht auch noch für ein bisschen zwei Punkte erwähnen, die mir auch ganz, ganz wichtig sind. Wir haben ein Datenmaterial, glaube ich, was wirklich sehr gut auch teilweise jetzt in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, zugänglich ist. Aber wir brauchen die Förderung über längere Zeiträume. Es darf nicht sein, dass Surveys nur für 2-3 Jahre konzipiert werden und dann nicht weiterverfolgt werden. Und das ist genau das Problem natürlich auch in der Förderung. Also lange Zeiträume der Förderung generell in der Wissenschaft sind ganz, ganz wichtig. Wir brauchen eine entsprechende Forschungsinfrastruktur und eine Forschungsförderung. Das darf man nicht unterschätzen. Man redet oft von Data Management, wirklich Aufgaben hier, wo es geeignete Personen, geeignete Ausbildung auch braucht in diesen Bereichen. Lassen Sie mich jetzt vielleicht kurz noch erwähnen, aus eigener Erfahrung, ich hatte die Chance mitzuarbeiten an einer Zukunftsreport an der Leopoldina zur Alterung der Bevölkerung. Wir hatten hier dann auch versucht, so ein Positionspapier auch zu entfassen und da gibt es viele sozusagen Empfehlungen, aber eine Empfehlung möchte ich in dem Zusammenhang besonders herausstreichen und das ist im Prinzip die Empfehlung, wirklich Daten aus verschiedenen Bereichen zu kombinieren. Also disziplinenübergreifende Forschung braucht disziplinenübergreifende Daten und das ist, glaube ich, oft noch nicht gegeben. Das ist die Verknüpfung sozusagen wirklich von bevölkerungsweiten, experimentellen etc. Daten in einem sozusagen Dateninfrastruktur. Und das soll Ihnen das zeigen, biomedizinische, verhaltens- und sozialwissenschaftliche Variablen, die sollen gleichberechtigt sozusagen hier in Surveys erhoben und zur Verfügung vor allem gestellt werden, nur als ein Schwerpunkt. Aber diese Studie ist auch natürlich öffentlich zugänglich, wo wir versucht haben, noch viele stärkere sozusagen Empfehlungen noch zu geben. Ich möchte vielleicht noch weiters auch darauf hinweisen, dass in Deutschland momentan wirklich mit Neid nach Österreich geschaut wird, im Sinne der Datenmöglichkeiten. Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten in Deutschland hat eine Empfehlung ausgegeben, das Positionspapier 22. Juni dieses Jahres. Nur mit einem datenschutzkonformen, rechtlichen und organisatorisch vereinfachten Zugang zu Registerdaten und verbesserten Möglichkeiten der Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Quellen können die Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften tatsächlich die zentrale Aufgabe erfüllen. Und die ist natürlich auch, die Politik und Gesellschaft
sozusagen hier zentrale gesellschaftliche Aufgaben hier auch mit Evidenz hier zu untermauern und zeitnah zur Verfügung zu stellen. Und warum sage ich jetzt, wenn Sie das lesen, dass Deutschland mit Neid auf Österreich schaut, und da wird sicher noch Generaldirektor Tobias Thomas noch viel mehr darüber berichten. Wir sind extrem stolz und ich glaube, es war auch ein Erfolg der Wissenschaftler. Die Registerforschung, die Plattform der Registerforschung, die es schon sehr, sehr viele Jahre davor gab, die eigentlich immer wieder das angestoßen hat. Und am 1. Juli 2022 war der Kick-off das Austrian Micro Data Center. Das ist sozusagen hier der sichere und einfache Zugang zu Mikrodaten, zu Registerdaten, Daten der öffentlichen Verwaltung, die den Wissenschaftlern ermöglicht wird hier, und das ist natürlich über Aggregierungsprozesse der Institutionen, alles natürlich auch rechtskonform auch etabliert worden. Der große Vorteil von diesem Zugang und der Möglichkeit, mit diesen Daten zu arbeiten, ist natürlich auch die Verknüpfung von Daten zwischen den einzelnen Registern, zum Beispiel Bildungsregister mit einer abgestimmten Erwerbsstatistik kann verknüpft werden, aber auch Register mit Umfragen können auch verknüpft werden. Oder auch Register mit Experimenten, wo ich Ihnen kurz ein kleines Beispiel zeigen möchte. Und uns als Wissenschaftler ist natürlich auch wichtig, dass wir unsere Methoden entsprechend auch weiterentwickeln. Und die müssen wir auch weiterentwickeln. Und wir zeigen auch hier zahlreiche meiner Kollegen, möchte Martin Haller, Rudolf Winterebn etc., Andrea Weber, die auch ein korrespondierendes Mitglied der Akademie ist, methodisch rigorose Untersuchungen dann auch anhand dieser Daten durchzuführen. Ein ganz kleines Beispiel, was natürlich hier jetzt möglich ist, wenn wir auch die entsprechenden Daten haben. Sie sehen hier eine Technik, die wir gerne anwenden. Das ist die Difference-in-Difference-Technik. Die Idee ist relativ einfach, aber es braucht einen guten Datensatz. Man hat im Prinzip eine Kontrollgruppe, die man beobachtet vor einer Intervention und nach einer Intervention. Und dann hat man die Treatment-Gruppe, die man vor der Intervention und nach der Intervention beobachtet. Und dann kann man sozusagen durch diesen Unterschied der Treatment-Gruppe, das ist das Outcome, was ich messe, und der Kontrollgruppe, so einen Average-Treatment-Effekt auf die Treated sich anschauen. Was damit gemeint ist, diese Intervention kann jetzt aufgesetzt werden. Das kann eine Änderung in einem Gesetz sein zum Beispiel. Das kann eine Änderung sein zum Beispiel von irgendwelchen Steuerklassen. Das kann eine Änderung von Familienbeihilfe sein. Alle diese Änderungen können sozusagen hier als Art experimentelle Intervention hier entsprechend genutzt werden. Ich möchte auch dazu sagen, zusätzlich kann man natürlich die Intervention auch so machen, dass man sagt, man versucht ein Experiment auch aufzusetzen. Und das ist eine kurze Studie, die ich Ihnen dann ganz schnell nur zeigen möchte, der Outcome, um nicht die Zeit zu überziehen. Aber wichtig ist mir hier wirklich anzumerken, dass solche Methoden vor allem auf großen Daten setzen, wo ich eben diese Möglichkeit habe, Kontroll- und Treatmentgruppen zu identifizieren. Es darf natürlich keine Self-Selection in diese Gruppen geben. Ich möchte ein Beispiel nennen, was hier von der Registerdatenplattform auch hier sehr stark auch entwickelt worden ist. Also es ist nicht mein eigenes Beispiel, ich nehme das von jemandem. Die Idee ist hier, kann ich durch Nudging zu weniger Arbeitslosigkeit beitragen? Hier wurde im Prinzip, Nudging meint man so kleines Anschubsen, um eine Wirkung besser auch wirklich dann durchzusetzen. Hier wurden Arbeitslose in zwei Gruppen geteilt, und zwar Arbeitslose im jungen Alter, in eine Gruppe, wo kein Nudging betrieben wurde, und eine Gruppe, wo ein Nudging betrieben wurde, im Sinne, dass sie mehr Information bekommen haben. Die wurden zufällig gewählt aus dem Arbeitsmarktregister der Arbeitslosen, und denen hat man viele Surveys geschickt, denen hat man Videos geschickt, wie sie sich besser wieder zurück in den Arbeitsmarkt integrieren können. Und was Sie an der Grafik sehen sollten, und ist im Prinzip diese Grafik hier ganz unten, die blaue Linie ganz unten ist sozusagen hier als meine Gruppe, wo ich im Prinzip jetzt diese Arbeitslosigkeit tatsächlich stärker reduzieren konnte durch dieses Nudging. Also das, wo ich beides durchführe, diese selektive Gruppe, ich zeige Ihnen Surveys, ich zeige Ihnen Videos, wie Sie sich besser integrieren können. Tatsächlich sind Sie dann nach einer gewissen Zeit, nach 25 Wochen, haben Sie eine geringere Arbeitslosigkeit als die Non-Treated-Gruppe. Jetzt fragen Sie, woher weiß ich das? Und da kommen die Registerdaten hinein. Das ist eben, weil man das Experiment, die Daten, was man hat, zusammenführen konnte mit Daten sozusagen aus der Sozialversicherungsstatistik. Sonst könnte ich hier das gar nicht beobachten. Das sehen Sie zum Beispiel. Und warum ist es so wichtig? Wir wollen ja unseren Jungen auch helfen, dass sie sich entsprechend auch wieder für den Arbeitsmarkt hier entsprechend auch vorbereiten.
Weitere Beispiele, ganz kurz, bis ich zu, und dann komme ich zu meiner letzten Folie schon. Wir selber sozusagen sind sehr daran interessiert, auch in meiner Gruppe Firmendaten und Individualdaten zu matchen. Warum? Wir wollen verstehen, eine ganz, ganz wichtige Frage, ältere Belegschaft, was heißt das im Sinne der Produktivität auf Firmenebene? Wir wollen sozusagen wirklich untersuchen, ist es der Arbeitgeber, ist es der Arbeitnehmer, der im Prinzip dann die Produktivität auch bestimmt. Das wird auch in der Ökonomie sehr stark untersucht momentan, um auch Altersproduktivitätseffekte zu identifizieren. Es gibt unterschiedliche, auch weitere Untersuchungen, zum Beispiel sind Exportfirmen, haben die höhere Löhne, geringere oder höhere Beschäftigung und Produktivität. Das macht gerade Robert Sterr, ein Kollege von mir am WIIB. Oder ganz, ganz aktuell, das IHS forscht momentan ganz stark zu Bildungskarrieren und Erwerbsverläufen. Wir wollen wissen, ob gewisse Bildungskarrieren gewisse Erwerbsverläufe implizieren. Ist da eine Lock-in-Eventuell-Situation? Und das können wir, also das IHS macht da jetzt wirklich sehr viel in letzter Zeit, indem er mehrere Register miteinander vereint, die Schulstatistik, Bildungsstandsregister etc. Also das Potenzial, denke ich, kann man nicht oft genug sagen. Ich werde den ASEP-Survey jetzt ein bisschen auslassen, weil ich glaube, Tobias Thomas wird über den noch sprechen. Eine zweite Erfolgsstory, wo ich auch sozusagen die Ehre habe, im wissenschaftlichen Beirat dabei zu sein, wo wir wirklich das erste Mal auch einen Haushaltsfrage-Survey haben, den wir dann kombinieren können auch mit Registerdaten. Eine Erfolgsstory. Und damit möchte ich enden. Ich stelle gerne meine Folien zur Verfügung, wo Sie dann auch die Literatur, die ich zitiert habe, auch wirklich gut nachlesen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hohe Klasse, meine sehr geehrte Präsidentin der Klasse, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen herzlichen Dank, dass Sie auch mir die Gelegenheit geben, jetzt ein bisschen die langweilige Position hier oder die unangenehme oder die halt die trockene Position einzunehmen. Und ich bewundere Sie für Ihre Geduld und Ihre Langmut, das jetzt nach einem langen und anstrengenden Tag auch noch hinzunehmen. Ich möchte beginnen, wenn mich dieses Klickerchen hier lässt. Ich möchte beginnen mit einem Bild, das für viele hier im Raum vielleicht etwas sagt. Das ist ein ikonisches Bild aus dem Jahr 1968, in dem man einen Computer gesehen hat, wie er 1968 ausgesehen hat. Es ist ein sehr schönes Bild aus vielen Gründen. Links unten zum Beispiel, das muss ich den Studierenden immer erklären, das ist ein Telefon, das man da sieht, ja, die wissen nicht mehr, wie das geht. Die einzige Frau im Raum ist irgendwie hinten abgewendet und sieht nicht zu und der eine Herr da sieht so ein wenig melancholisch in die Zukunft. Dieses Bild ist deswegen, glaube ich, wichtig, weil es zu erklären hilft, warum wir in Europa im Allgemeinen und in Deutschland im Besonderen mit dem Datenschutz so ein Thema haben. Das hat nämlich damit zu tun, dass alle Menschen, die auf diesem Bild sind, die Zeit zwischen 1933 und 1945 unmittelbar erlebt haben und wissen und wussten, was man mit Daten und mit Verwaltung von Daten anfangen kann. Und die deswegen auch schon in dieser Zeit, also 1968, zwei große Themen an die Wand geworfen haben. 1971 in einem Gutachten anlässlich einer kleinen Anfrage im Deutschen Bundestag geschehen. Nämlich das eine Thema, da ist unmittelbar ungeheuerlich viel an Möglichkeiten drin. Und auf der anderen Seite ist ungeheuerlich viel an Gefahren drin. Weil man eben nicht ohne weiteres weiß, wann ein Regime umschlägt, weil man nicht ohne weiteres weiß, wann etwas, was für den guten Zweck erfunden wurde, für einen weniger guten Zweck eingesetzt wird. Und dort liegt die Wurzel auch und insbesondere des europäischen Datenschutzrechts. Zweitens, ganz kurz, Europa ist hinten. Also wir erleben zunehmend eine Situation wie hier. Europa ist das Fleischlaberl in der Mitte des Hamburgers. Oben sind die Amerikaner, unten sind die Chinesen, / Asiaten oder umgekehrt. Und wir müssen da irgendwie in Europa versuchen, Schritt zu halten, und zwar sowohl in den Technologien, die wir entwickeln, wie auch in der Anwendung dieser Technologien. Und das ist sehr schwierig. Da werden dann Policy Papers geschrieben, wie zum Beispiel dieses der amtierenden Kommissionspräsidentin über Hyperscalers, die man nicht kopieren kann.
und dass man aber trotzdem sowas wie Original Technological Sovereignty in Europe behalten müsse. Und es ist sehr schwierig und führt zu zwei Problemen. Das erste Problem hat zu tun mit einer Stellungnahme, die John Perry Barlow 1996 in der Declaration of the Independence of Cyberspace formuliert hat, in der er nämlich gesagt hat, Governments of the industrial world, you very giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. Also die sogenannte Grenzenlosigkeit, die damit irgendwie verknüpft sein mag und auf die man jetzt entweder russisch-chinesisch reagieren kann, indem man versucht, die Infrastruktur zu kontrollieren, also die Hardware, auf der die Dinge laufen, oder in der man demokratisch-europäisch vielleicht reagieren kann, indem man versucht, trotzdem irgendwie diese technologische Souveränität zu bewahren vor dieser Grenzenlosigkeit. Und dieser Versuch führt dazu, dass wir in Europa, insbesondere in der letzten Zeit, eine ungeheure Menge an Recht erfunden haben. Links oben dieses nette Kätzchen ist noch die DSGVO. Und je weiter runter sie kommen, desto unangenehmer werden die Tiere. Und zwei von denen, die hier eine Rolle spielen, der AI Act und der European Health Data Space Act, sind da noch gar nicht drauf. Und deswegen ist sozusagen die zweite wichtige Botschaft, die ich mitgeben möchte, die mir an diesem Ort hier ganz besonders wichtig zu sein scheint, das ist der Umstand, ganz egal, was wir hier diskutieren und ganz egal, was wir hier machen, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass man in Europa ganz ähnliche Dinge diskutiert oder vielleicht schon diskutiert hat und ganz viel von dem, was wir national erfinden, dann vor dem Anspruch steht, spätestens dann vor dem Anspruch steht, europarechtlich einhegbar zu sein. Und ein zentrales Dokument, ein weiteres, werden wir im dritten Vortrag ganz sicher noch hören. Der Data Governance Act spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Ein zentraler Act aber ist der European Health Data Space Act, mit dem in Europa versucht wird, sehr intensiv versucht wird, den Zugang zu die sekundäre Verarbeitung, den sekundären Zugang zu Gesundheitsdaten neu zu organisieren. Und ich will Sie in keiner Weise mit irgendwelchen Details langweilen, außerdem, dass das eine vertikale Regulierung zu schon existierenden, umfangreichen, horizontalen Regulierungen für den Bereich der Gesundheit ist und dass da alles Mögliche drinnen steht, was dann auch noch in Einklang zu bringen ist mit ein paar anderen unangenehmen Tieren, die Sie vorher gesehen haben, Data Act, Data Governance Act, DSGVO, um dann nur einige zu nennen. Das tritt hinzu. Sieht also dann so aus, wir haben den EHDS in der Mitte und alles Mögliche an Europa rundherum. Über jedes dieser Stichwörter hier könnte man eine eigene Tagung veranstalten, wie auch über das Verhältnis. Und weil das kompliziert ist, erfindet dieser European Health Data Space Act eine neue Behörde oder eine neue Stelle, denn das ist die Reaktion, die man dann immer ganz schnell findet. In dem Fall ist es der European Health Data Access Body, der in jeder nationalen Gesetzgebung eingeführt werden soll. Es wird eine interessante Diskussion werden, wer in Österreich dieser Health Data Access Body werden wird. Wie es auch eine interessante Diskussion werden wird, wie sich dieser Health Data Access Body in dem Dreier, in dem Dreiklang zwischen ihm, dem Inhaber der Daten oder dem Data Holder und dem Data User, dem Nutzer dieser Daten, irgendwie positioniert und wie dabei dann vor allem auch noch zwei weitere Stakeholder eine Rolle spielen werden, nämlich der Patient oder die Patientin und die Gesellschaft. Ich weiß es nicht, obwohl ich den EHDS recht genau gelesen habe. Und es wird auch recht unklar, um da jetzt nur ein juristisches Detail ganz kurz mit Ihnen anzusprechen, weil ich ein Missverständnis glaube, aufklären zu wollen, wenn nicht zu können. Dieses Missverständnis lautet, es gäbe so etwas wie eine Aussage, etwas sei datenschutzkonform oder etwas sei rechtlich zulässig oder unter Beachtung höchster Standards von X und Y. So funktioniert das leider nicht, sondern es funktioniert so, dass irgendjemand, zum Beispiel ich, in irgendeinem Projekt behauptet, irgendetwas sei datenschutzkonform oder irgendetwas sei rechtlich zulässig. Und in den besseren Fällen wird das nicht geprüft, in den unangenehmeren Fällen wird es geprüft und eskaliert in einen Prozess. Und dieser Prozess führt dann nach Jahren
zu einer vorläufigen Klärung in einer einzigen Frage, in einer einzigen Konstellation. Jede Position hier ist hinterfragbar, wenn sie nicht vom EuGH kommt. Und das Dilemma, das jetzt hier verklausuliert in diesem sehr langweiligen juristischen Text steht, ist das Dilemma, wie sich denn eigentlich der Zugangsanspruch zu Daten zu einem anderen Bereich, über den ich hier nicht reden soll, und deswegen bringe ich ihn nur ganz kurz herein, nämlich zum Bereich des geistigen Eigentums verhält. Ja, wie ist das also, wenn ein Zugang zu Daten mit Geschäftsgeheimnissen in Konflikt gerät oder mit einem sui generis, wie das die Juristen nennen, Datenbankschutzrecht in Konflikt gerät? Und nur wenn Sie den Text lesen, werden Sie erkennen, das ist nicht trivial. Da kann man nicht drauf sagen, Ober sticht unter oder links gewinnt immer oder so irgendwas, sondern es ist sehr schwierig. Und das gilt natürlich auch für das Datenschutzrecht, mein eigentliches Thema. Und im Datenschutzrecht, lassen Sie mich zunächst einmal diese Folie an die Wand werfen, haben wir im Bereich der Gesundheit diese Situation. So sieht das österreichische Gesundheitssystem während der Covid-Krise aus. Das habe nicht ich erfunden, das ist eine Folie des Gesundheitsministeriums. Sie brauchen nur zwei Dinge hier zu sehen. Erstens, das ist ziemlich kompliziert. Und zweitens, der Bürger, die Bürgerin ist eher nur so am Rande. Ja, so. Und vor diesem Hintergrund passiert dann was, nämlich, dass sich Datenschutzrecht als sowas wie eine Weapon of Mass Destruction natürlich wunderbar eignet. Nicht, wenn man so eine Ausgangssituation hat, dann ist es je nach Stakeholder-Position, je nachdem, ob man das jetzt unter Anführungszeichen vereinfachen will oder im Gegenteil unter Anführungszeichen noch komplizierter machen will. Ja. Also je nachdem, ob man jetzt das Forschungsinteresse hoch betont oder die Angst vor dem Missbrauch, sehr einfach zu sagen, das ist datenschutzrechtlich zulässig oder nicht zulässig. Und wie schon vorher gesagt, niemand weiß es so genau. Ja. Es ist so wie beim Steuerrecht, da will auch niemand so genau jeweils wissen, wie es ist. Ganz ähnlich auch hier. Und das führt dann zu sehr aufgeregten Stellungnahmen, zum Beispiel dieser hier, das ist eine Wiener Stellungnahme, das ist das Wiener Manifest zum digitalen Humanismus in dieser Stadt entstanden. Und dieses Wiener Manifest zum digitalen Humanismus beginnt mit dem Satz, the system is failing. Also eine doch recht ungewöhnlich pointierte Position ist, würde ich sagen, um etwas zum digitalen Humanismus zu sagen. Auch dann verbunden mit dem Anspruch, we must shape technologies in accordance with human values and needs instead of allowing technologies to shape humans. In der Tat, nur wie tut man das? Dazu abschließend ein kurzer technischer Ausblick und eine kurze technische Geschichte. Dieses Problem, wie man den Zugang der Forschung zu Daten und wie man die Sekundärnutzung für Forschungszwecke organisiert, ist nicht neu. Es ist auch in der österreichischen Gesetzgebung nicht neu. Und es hat einen großen Anlauf zu diesem Thema unter der politischen Verantwortung ihres Präsidenten gegeben, der damals der zuständige Minister war und der 2018 einen Entwurf zur Reform des Forschungsorganisationsgesetzes vorgelegt hat, mit zwei Experten an seiner Seite. Der eine ist mittlerweile Arbeitsminister, der andere hält gerade diesen Vortrag, die dann in dem jeweiligen parlamentarischen Ausschuss waren und dort versucht haben, das ist jetzt mein Verständnis dieses Versuches damals, zwei Dinge zu erreichen. Nämlich erstens einen Zugang für Forschungszwecke, aber zweitens unter Klarstellung sehr hoher datenschutzrechtlicher Verantwortungen und auch letztlich rechtlicher Verantwortung. In diesem Forschungsorganisationsgesetz war im Wesentlichen angelegt und ist im Wesentlichen angelegt, wenn der zuständige Minister, die zuständige Ministerin das will, dann kann er oder sie über eine Verordnung den Zugang zu Daten eröffnen. Und dann gibt es einen langen Katalog an Verpflichtungen. Das ist seit 2018 Rechtszustand gewesen. Dann ist, wie so oft in Österreich, nicht wirklich was passiert. Also insbesondere wurde die politische Verantwortung auch von den Ministerinnen nicht so wahrgenommen, wie man vielleicht 2018 erwartet hätte. Es wurden nämlich keine Verordnungen erlassen. Und dann hat man 2022 im Lichte dieses Umstandes einen weiteren Versuch gestartet,
Jetzt nämlich mit dem Bundesstatistikgesetz und der Schaffung des Austrian Micro Data Centers, mit in der Nuance möglicherweise jetzt noch stärker in Richtung einer Öffnung, könnte man sagen. Jedenfalls in einer Richtung, die auch die Statistik Austria, sie sitzt ja heute hier auch am Panel, in eine sehr starke Position vom Gesetz her gehoben hat. Jedoch, auch hier beobachte ich jetzt nicht wahnsinnig viel an Verordnungsaktivität, was man, wenn man die Erfahrung von 2018 schon mal gemacht hat, und ich habe sie relativ direkt gemacht, vielleicht hätte erwarten können. Also das Bundesstatistikgesetz und das Austrian Micro Data Center per se haben daran nicht so wahnsinnig viel geändert. Ich rede schon viel zu lang und außerdem funktioniert der Klicker nicht mehr, was wahrscheinlich der Rauswurf ist hier. Also ich rede schon viel zu lang. Ich sage Ihnen nur, der Grundsatz hat sich gar nicht so sehr verändert. Aber noch was vielleicht zu diesen Ungenauigkeiten. Ja, im Bundesstatistikgesetz steht jetzt also drin, die Bundesanstalt Statistik Austria hat fachlich geeignete Personen. Und allein schon darüber, ja, was ist eine fachlich geeignete Person, lässt sich trefflich streiten. Einer fachlich geeigneten Person ist der Zugang zu eröffnen. Und zwar unter anderem zu nicht personenbezogenen Daten. Sie müssen vom Datenschutzrecht nichts verstanden haben, um zu wissen, dass allein schon die Frage, was ein nicht personenbezogenes Datum ist, Bibliotheken füllt inzwischen. Nächstes Detail, die Bundesanstalt hat jedoch bei der Einräumung, ich frage, Sie werden mir das besser erklären, als ich mutmaßen kann, was eigentlich dieses jedoch hier bedeuten soll. Vielleicht bedeutet es, das wäre meine naive Lektüre, sowas wie eine Art von schlechtem Gewissen des Normgebers an dieser Stelle, das sich in diesem jedoch manifestiert. Denn rein semantisch ist es selbstverständlich nicht erforderlich. An der Stelle steht aber im Gesetz, ich habe es extra nochmal nachgelesen. Also die Vorstellung, es gibt jetzt ein Bundesstatistikgesetz und es gibt ein Austrian Micro Data Center und deswegen wird die Welt jetzt gut und im Übrigen ist das alles datenschutzrechtlich ganz einfach, diese Vorstellung muss ich leider zerstören und lasse es eigentlich dabei jetzt auch bewenden. Herzlichen Dank. Hohe Klasse, Klassenpräsidenten Wendehorst, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, nachdem jetzt schon Herr Forgo alles zerstört hat, versuche ich jetzt doch noch mal ein bisschen Hoffnung in diesen Abend hereinzubringen und darf kurz um meine Folien bitten. Also es ist eine ganz große Ehre und Freude, hier bei Ihnen sprechen zu dürfen. Ich habe dann doch geschrieben, sie bewegt sich doch natürlich nicht im Optimum Optimorum. Das erreicht man selten in der realen Welt. Aber wir kommen doch ein kleines Stückchen voran, aber viele Fragen und vielleicht noch viel, viel mehr Fragen sind offen. Dennoch ist es mir eine Herzensangelegenheit zum einen, und es ist wenig überraschend, da ich ja zum einen Generaldirektor der Statistik Austria bin und zum anderen selber Wissenschaftler und wie bereits in der Vorstellung erwähnt worden ist, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität, habe ich mir zu Beginn meiner Amtszeit, die vor 3,5 Jahren begonnen hat, unter anderem einen Agendapunkt gesetzt. Und das eine ist eben die Verbesserung von Forschungsdateninfrastrukturen und dann die Intensivierung der Kooperation mit den Wissenschaften. Und zu dem einen hat Alexia von Kranz-Briskewitz gerade schon ganz viel erzählt und deshalb möchte ich da jetzt gar nicht mehr viel drüber sprechen, nämlich die Kooperation, die wir mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften auf Initiative von Vizepräsident Allram dankenswerterweise erhalten haben. Ich darf nur noch hinzufügen, dass ich selbstverständlich auch dem jetzigen Präsidium sehr, sehr danke, dass wir das so vital fortsetzen können. Und auch dir, liebe Alexia, möchte ich sehr herzlich danken, denn in den Planungen und Durchführungen sind wir beide sehr, sehr beschäftigt. Das ist eine große, erfolgreiche Kooperation. Die einzelnen Präsentationen hat eben Alexia von Kranz-Briskewitz schon vorgestellt. Ich werde sie da jetzt auslassen und direkt zum Corpus Delicti kommen, dem Austrian Micro Data Center. Aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, und ich erfahre das auch aus internationalen Konferenzen, auf denen ich regelmäßig dafür vortrage, ist das Austrian Micro Data Center trotz aller Schwächen und weiteren Verbesserungspotenziale doch ein Meilenstein für den Wissenschaftsstandort Österreich tatsächlich.
Der Weg dorthin war lang und wahrscheinlich, lieber Herr Forgo, habe ich hier auch gar nicht alles aufgezählt. Aber ich möchte noch mal dran ein wenig erinnern, was Meilensteine auf dem Weg zum Austrian Micro Series Center waren. Das war sicher zum einen das E-Government-Gesetz 2004, wo ein System der bereichsspezifischen Personenkennzeichen, ein System der Pseudonymisierungen eingeführt wurde, die auch mit einer eigenen Behörde, der Stammzahlenregisterbehörde, unterlegt wurden. Und solche Pseudonymisierungen ermöglichen erst deterministisch, verschiedene Datensätze dabei zu verlinken, ohne direkt zu wissen, wer die Personen sind. Das ermöglicht im Übrigen auch Österreich seit 2011 bereits die Volkszählung als reine Registerzählung durchzuführen. Während in anderen Ländern, auch Deutschland, wirklich noch Volksbefragungen durchgeführt werden, machen wir in Österreich es so, dass wir ausschließlich aus den Registern die Volkszählung durchführen, ohne Belastung der Respondenten und zu deutlich geringeren Kosten, zum Beispiel auch für den Steuerzahler. Das Forschungsorganisationsgesetz hat Nikolaus Forgo eben auch schon angesprochen. Es gab dann mindestens im Zeitraum 18 bis 20, vielleicht auch schon lange davor, eine intensive Lobbytätigkeit oder den lauten Ruf der Wissenschaften, auch unter anderem durch die Plattform Registerforschung, nach einem besseren Zugang zu Mikrodaten für die Forschung. Und dann kam das Austrian Micro Data Center 2020 in das Regierungsprogramm. Und ich beobachte international seit vielen Jahren viele, viele Politikprozesse und muss sagen, danach ging es wirklich relativ zügig. Bereitung der Novellen, Bundesstatistikgesetz und Forschungsorganisationsgesetz mit Anhörungen, Herr Forgo, wir waren ja dabei, Stakeholderbefragungen, Datenschutzfragestellungen und so weiter. Und am 19.11. hat bereits der Nationalrat die Novellen von Bundesstatistikgesetz und FOG beschlossen. Am 01.01.22 ist es in Kraft getreten und bereits am 01.07.22 durfte ich das Austrian Micro Data Center operativ in den Betrieb nehmen. Ein wirklicher Meilenstein. Was passiert da nun? Es haben sich durch das Austrian Micro Data Center trotz der eben angesprochenen weiteren Potenziale, die vielleicht noch nicht gehoben sind, doch eine ganz neue Möglichkeit für Exzellenzforschung ergeben. Wir haben uns dabei bei Statistik Austria, bei der Einrichtung, haben wir es nicht alles neu überlegt, sondern haben uns an den internationalen Vorbildern, den Vorreiterländern der Niederlande zum Beispiel und auch der Dänemark und auch Dänemarks orientiert. Bereits heute sind 95 Datensätze im Austrian Micro Data Center verfügbar. Ich komme gleich noch dazu. Darunter sämtliche Lohn- und Einkommensteuerdaten Gesamtösterreichs, Daten zu Surveys, Mikrozensus, Artis, Gesundheitsbefragung und so weiter und so fort. Eine unglaubliche Möglichkeit, diese Daten zu beforschen. Das Budget ist übrigens mit 500.000, zwar immer noch dankenswerterweise, aber relativ schmal, vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung finanziert. Das deckt nur die Fixkosten. Das führt dazu, dass Forschungseinrichtungen die variablen Kosten tragen müssen. Das kann man kritisieren. Es ist aber so, wie es derzeit ist. Wie funktioniert nun das Austrian Micro Data Center, was ich Ihnen schaubildhaft hier mitgebracht habe? Im Austrian Micro Data Center können potenziell drei Datenquellen Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich zum einen um sämtliche Mikrodaten, die wir bei Statistik Austria im Haus haben. Das sind Survey, also Befragungsdaten, aber das sind viele Daten auch bereits aus öffentlichen Registern, zum Beispiel der Sozialversicherung, der Lohn- und Einkommensteuer etc. pp. All diese Daten, die wir sowieso im Haus haben, bieten wir hier potenziell den Forschungseinrichtungen zur Beforschung an. Eine zweite Quelle sind die Daten weiterer öffentlicher Stellen. Denn es ist nicht so, dass alle Daten der öffentlichen Hand bei Statistik Austria liegen, sondern nur diese, die zur Produktion der amtlichen Statistik im engeren Sinne genutzt werden. Viele andere öffentliche Stellen haben auch Daten. Um diese nutzbar zu machen, müssen allerdings verantwortliche Ministerien eben die angesprochenen FOG-Verordnungen erlassen. Und ich sage auch etwas gleich zur Dynamik dieses Prozesses am aktuellen Rand. Die dritte Datenquelle sind die Daten der akkreditierten Forschungseinrichtungen selber. Das könnten zum Beispiel sein, dass eine Forschungseinrichtung selber Befragungen durchführt oder eine klinische Studie durchgeführt wurde, wo dann Daten aus dieser Studie vorliegen.
Voraussetzung, dass diese Daten mit ins Austrian Micro Data Center eingebracht werden können, ist, dass die Daten auch vorher pseudonymisiert wurden mit diesem Identifier, der seit 2004 hier in Österreich etabliert ist. Denn im Austrian Micro Data Center dürfen keine statistischen Einheiten, keine Personen und keine Unternehmen direkt identifizierbar sein. Zum Austrian Micro Data Center haben wir einen großen Metadatenkatalog produziert, zu denen auch nicht registrierte Forschungseinrichtungen Einblick haben. Dort sieht man nicht die Daten selbst, sondern nur die Beschreibung, was drin ist, damit überhaupt Forschungseinrichtungen entscheiden können, mit welchen Daten könnte ich eine Forschungsfrage angehen. Was passiert nun? Zunächst einmal müssen sich Forschungseinrichtungen akkreditieren lassen nach im Gesetz genannten Kriterien. Ob es da zu Problemen der Auslegung kommt, müssten wir noch intensiver diskutieren. Aber ich habe den Eindruck, dass zumindest der Gesetzgeber sich ordentlich Gedanken um Kriterien dort gemacht hat. Insgesamt sind deshalb 51 Forschungseinrichtungen aus dem In- und Ausland bereits heute akkreditiert. Und diese Forschungseinrichtungen können dann einen Antrag auf Datennutzung stellen, und zwar mit einer konkreten Forschungsfrage. Und in dem Antrag muss begründet werden, warum zur Beantwortung dieser Forschungsfrage diese Daten verwendet werden. Es ist also nicht so, dass Forschungseinrichtungen oder ForscherInnen eintauchen können in das Meer der Daten und einmal schauen, was man da so entdeckt könnte, sondern es gilt der Datenminimierungsgrundsatz. Wird der Antrag stattgegeben, erstellen wir dann zu der Forschungsfrage einen Forschungsdatenkörper. Der kommt in ein virtuelles Arbeitszimmer. Zu diesem virtuellen Arbeitszimmer hat nur die akkreditierte Forschungseinrichtung einen Schlüssel. Und die Forschungseinrichtung kann dann aus der Ferne in dem virtuellen Arbeitszimmer arbeiten und Rechnungen durchführen, ohne dass die Daten je das Haus der Statistik Austria verlassen. Am Ende der Forschungstätigkeit können dann über einen gesicherten Weg den Forschungseinrichtungen die Forschungsergebnisse zu Publikationszwecken übermittelt werden. Vorher steht allerdings noch eine im Gesetz festgelegte Output-Kontrolle. Wir müssen also überprüfen, ob über die Regressionstabellen zum Beispiel nicht doch eine Rückschlussmöglichkeit auf einzelne statistische Einheiten stattfinden kann. Insgesamt muss man sagen, dass das Austrian Micro Data Center schon heute ein großer Erfolg im In- und Ausland ist und eine Stärkung des Wissenschaftsstandorts Österreich. Das zeigen nicht nur die Forschungseinrichtungen 51, die bereits heute schon akkreditiert sind, sondern auch, dass unter ihnen die Zahl von ausländischen Forschungseinrichtungen stetig ansteigt. Schon heute sind die Universitäten Amsterdam, Zürich, Göteborg oder zum Beispiel auch das Geneva Graduate Institute oder die Katholische Universität Leuven beim Austrian Micro Data Center akkreditiert. Also insofern wird es wahrgenommen und es wird auch geschätzt. Insgesamt sind 95 Datensätze dort verfüg- und verknüpfbar potenziell. Aber Herr Forge, Sie haben es schon ganz richtig gesagt, 93 davon lagen bei uns bei der Statistik schon vorher und 2 nur wurde vom Bundesministerium von Bildung, Wissenschaft und Forschung seit 2022 freigegeben. Kein zweites Ministerium hat bis heute auch nur einen Datensatz freigegeben. Und da besteht natürlich viel, viel Luft nach oben. Ich stelle mir manchmal die Frage, lieber Herr Forge, ob nicht eigentlich der Gesetzgeber sich hätte entscheiden können zu sagen, die Daten müssen dort zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, es besteht ein begründeter zum Beispiel Nationalschutz und so weiter, dass sie da nicht rein dürfen. Also so scheint es mir nicht besonders dynamisch derzeit voranzuschreiten. Insgesamt gibt es bereits 66 Anträge auf Forschungsprojekte. 3 davon sind schon abgeschlossen, 14 laufen derzeit, 48 sind in Vorbereitung. Also die Welt, sie bewegt sich doch. Das ist ein bisschen meine Nachricht, trotz aller Potenziale nach oben. Ich hatte die Vorschau nicht gesehen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass es wirklich sehr, sehr dankenswert ist, dass der WWTF, aber insbesondere auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften große Forschungscalls ausgehangen hat. Denn es ist für manche Forschungseinrichtungen schon eine Hürde, neben den Personalkosten, die natürlich wichtig sind, auch noch Kosten für Daten, die wir in Rechnung stellen müssen, weil die Grundfinanzierung ja nur 500.000 sind, die noch finanzieren zu müssen. Es sind deshalb kompetitive Forschungscalls aktiv. Und ich danke der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sehr, dass der große Call von 9 Millionen in diesem Frühjahr auch begonnen wurde. Kommen wir nun zu einem weiteren Projekt, das Alexia Firnkranz-Priskavets eben auch schon angesprochen habe und was auch etwas mit dem Austrian Micro Data Center zu tun hat, nämlich die Etablierung eines langlaufenden Haushaltspanels für Österreich, die Etablierung des Austrian Socio-Economic Panels.
Was ist daran so besonders? In vielen Panel- oder Befragungen, auch der Statistik Austria, werden einzelne Haushalte, wie zum Beispiel am Mikrozensus oder bei EU-Silk, nur 5-mal befragt und rotieren dann aus der Befragung heraus. Das ist schon mal nicht schlecht, aber es lässt die Analyse von Langfristwirkungen auf, von Politikmaßnahmen auf zum Beispiel Arbeitsmarkterfolg und so weiter nur sehr begrenzt zu. Gerade die Nachweis von kausalen Zusammenhängen in ihrer Langfristwirkung ist erst möglich, wenn man langlaufende Haushaltspanels hat, in denen tatsächlich Haushalte über Jahrzehnte, dieselben Haushalte immer wieder befragt werden. Das ist nicht neu. Tatsächlich gibt es so ein langlaufendes Haushaltspanel in den USA mit der Panel Study of Income Dynamics seit 68, das deutsche sozioökonomische Panel seit 84 und zum Beispiel das British Household Panel seit 1991. In Österreich gab es ein paar Versuche, aber die waren nicht besonders von Erfolg geprägt. Und ich bin sehr glücklich, dass der heutige Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Heinz Fassmann, dann als Bildungsminister, Wissenschaftsminister seinerzeit gesagt hat, jawohl, wir starten jetzt noch einen Versuch und starten mit einer Pilotphase, die das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit 5 Millionen Euro finanziert und machen dann eine starke Kooperation zwischen den Wissenschaften mit einem starken wissenschaftlichen Beirat, die auch wirklich sagen, was ist das Bedürfnis der Wissenschaft und mit einem ganz starken Experten im Bereich der Haushaltsbefragung der Statistik Austria. Und wir haben es weit gebracht. Wir sind erst vorletzte Woche mit der ersten Pilotwelle ins Feld hereingegangen und es werden weitere Wellen starten. Im Jahr 25 wird das Projekt evaluiert und ich hoffe sehr, dass es nach 26 zu der eben von Alexia von Kranz-Preskewitz angesprochenen Langfristfinanzierung kommt, denn ein langlaufendes Haushaltspanel ist kurzfristig finanziert nicht möglich. Das liegt natürlich nahe. Kurz noch, was hier das innovative Element ist, ist, dass wir nicht nur wie bei allen anderen internationalen Haushaltspanels nur auf Befragungsdaten setzen, sondern wir werden einige Variablen erheben und die anderen Variablen werden wir im Austrian Microdata Center über Registervariablen hinzuknüpfen. Das hat folgende Vorteile. Zum einen müssen wir nicht so lange befragen und die Respondenten belasten und damit auch das Budget. Zum zweiten haben wir bereits ab der ersten Welle Zeitreihen, was die Registervariablen angeht. Denn die blicken ja schon in die Vergangenheit. Insofern exzellente neue Forschungsmöglichkeiten am Wissenschaftsstandort Österreich, auch mit dem Austrian Social Economic Panel. Und ich bin schon ganz gespannt, wie es da weitergeht und ob wir auch die Finanzierung über 26 hinaus hinkriegen. Ich bin latent Optimist als Rheinländer, aber schauen wir mal, wie es dann ausschaut. Auf beiden Säulen übrigens, auch um das bei der Statistik Austria zu etablieren und institutionalisieren, nämlich auf den Säulen Austrian Social Economic Panel und Austrian Microdata Center bauen wir oder haben wir eingerichtet und bauen ihn derzeit aus, das Center Wissenschaft, ein One-Stop-Shop bei Statistik Austria für die Wissenschaften, wo Forscherinnen und Forscher datenübergreifend beraten werden, welche Datensätze, ob Austrian Microdata Center oder ASEP oder Scientific Use Files und andere Dinge für zur Beantwortung der Forschungsfrage und auch unter Berücksichtigung von Forschungseffizienz tatsächlich beste Berücksichtigung finden. Das Ziel ist hier wirklich neben diesen Beratungsleistungen auch die Forschungsdateninfrastrukturen bei Statistik Austria zu bündeln und eine noch intensivere Servicierung und engere Kooperation mit der Scientific Community zu realisieren. Ich denke, ein weiterer Booster für den Wissenschaftsstandort Österreich. Meine Damen und Herren, ich bin mit meinem Wissenschaftsteil fertig, aber Nikolaus Forgo hat es ja eben schon angesprochen. Ich denke, wir kommen gut voran. Ich denke, es gibt noch viel Luft nach oben im verbesserten Datenzugang für die Wissenschaft. Aber auch an diesem Ort möchte ich sagen, eine Verbesserung des Datenökosystems findet natürlich nicht nur in der Wissenschaft statt und ist nicht nur dort nötig, sondern grundsätzlich im Datenökosystem insgesamt. Und derzeit arbeitet Österreich, die Bundesregierung, an einer Anwendung, Umsetzung des Data Governance Acts, der eine bessere Nutzung und Auffindbarkeit von Daten der öffentlichen Hand generell sicherstellen soll.
Ich bin ganz gespannt, wohin die Reise geht. Derzeit, also der Act hätte eigentlich bis zum 24. September diesen Jahres angewendet werden müssen, national. Das ist in manchen Ländern nicht geschehen, auch in Österreich nicht. Und derzeit läuft ein Experten-Hearing-Prozess, der dann Anfang kommenden Jahres Empfehlungen an die Bundesregierung liefern soll, wie dann der Data Governance Act implementiert werden soll. Es gibt sicher viele Möglichkeiten, aber ich möchte schon sagen, dass zum einen eine ähnliche Funktion seit 2021 in der Schweiz vom Schweizer Bundesamt für Statistik als unabhängige Institution wahrgenommen wird und dass zweitens auch die Erfahrung des Austrian Micro Data Centers bei Statistik Austria hier, denke ich, eine wichtige Rolle spielen können. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf etwaige Fragen in der Folge. Vielen Dank.